Ich bin Aquamarina. Ich begrüße euch hier beim OOWV, im Tag der offenen Tür. Schön, dass ihr da seid. Mein Name ist Kai Schönfeld, ich bin Regionalleiter beim Oldenburgisch-Ostfriesischen Wasserverband. Hier für die Region in Vechta, haben ein Büro im Wasserwerk in Holdorf, wo wir heute unser 70-jähriges Jubiläum feiern. Von allen Wasserwerken des Oldenburgisch-Ostfriesischen Wasserverbandes werden an durchschnittlichen Tagen etwa 220.000 Kubikmeter an die Bevölkerung abgegeben. In den Spitzenzeiten waren das in 2018 330.000 Kubikmeter, also 50% mehr. Wir haben ausreichend Grundwasser zur Verfügung. Es hat vor dieser Dürreperiode sehr viel geregnet. Die Grundwasserspeicher sind gut gefüllt, auch nach wie vor noch gut gefüllt. Die Probleme, die es teilweise bei der Versorgung gab, sind zurückzuführen darauf, dass die Wasserwerke in ihrer Aufbereitungskapazität und die Leitungen in ihrer Durchleitungskapazität an ihre Grenzen gekommen sind. Ja, wir hatten in den sehr heißen Tagen in einigen Bereichen unseres Versorgungsgebietes auch Versorgungsengpässe. Im Wesentlichen haben wir das zurückgeführt darauf, dass viele Bürger auch ihren Garten bewässert haben und das Trinkwasser, was eigentlich in erster Linie zum Trinken und für den häuslichen Gebrauch gedacht ist, für die Gartenbewässerung verwendet haben. Und das wäre unsere Botschaft, ist unsere Botschaft an die Bevölkerung, gerade in diesen heißen Phasen daran zu denken, dass das Trinkwasser für alle da ist, für alle vorhanden sein muss und dann in diesem Fall die Gartenbewässerung vielleicht auch einmal zurückstehen muss.